Ist vielleicht auch. Oh. Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Es gibt ein Heilungsserum. Man nimmt die Pistole weg, ich nehme jetzt das Messer. Es gibt ein Heilungsserum. Anscheinend ist das wirklich hier der Wagen von Zoe. Okay. Hier brauchen wir 9. Hier brauchen wir 5. Wie viel haben wir denn noch? 3. Dann können wir eh nichts machen. Aber wir haben mehr Lebensenergie und körperliche Kraft, glaube ich, war's. Das geht dann. Ist ja sonst noch irgendwas? Nein. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder raus. Oh. Du lebst noch. Hm? Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Naja. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Wir werden mit ihrer Mutter fertig. Na, jetzt muss ich doch nochmal abspeichern, weil sonst dürfen wir uns das Telefonat nochmal anhören. Dieser hier. Und ich einfach hier luxuriös die Speicherplätze voll gemacht. Wir werden mit der Mutter fertig. Sie suchen nach ihr. Ist es heller geworden? Da kommen wir nicht rein. Ich nehme nochmal die normale Muni jetzt. Und das alte Haus, nehme ich an, ist das da hinten, ne? In die Richtung, wo auch Mia in dem Video gelaufen ist. Hier ist jetzt auch offen. Weiß der Geier warum? Ah, guck mal. Was ist das? Eine Tellermine, nehme ich. Erste Hilfe. Und nix. Gut. Was ist das denn? Tust du mir was? Aua! Ja, es tut mir was. Hm, Glibberglobber. 8. Februar 1802. Was denn? Ach, das? 1802. 8. Februar, das ist in 3 Tagen. Aber nicht 1802. Was ist das? Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Okay. Flammenwerfer. Feuer tötet ja so ziemlich alles, ne? Das ist das alte Haus. Also beziehungsweise das Haus, wo Mia durchgejagt wurde. Das wird ja als das alte Haus bezeichnet. Sind da immer noch so, also schon wieder so Viecher? Festbrennstoff.
Boah, Alter. Okay, ich nehme mal an, dafür brauchen wir den Flammenwerfer. Praktischerweise liegt er direkt vor der Tür, wo wir ihn brauchen. Wahrscheinlich. Aber es sieht doch so aus, als würde das, was Mia, Margaret, Daddy und auch Zoe, wie wir erfahren haben, befallen hat, auch Tiere befallen. Toll. Sie ist oben, geh nicht hoch. Sind wir jetzt auf der anderen Seite? Warte mal. Wir sind nicht auf der anderen Seite. Wir müssen da irgendwie rüber wahrscheinlich. Das alte Haus nach dem Serum durchsuchen, ja. Sie ist oben, geh nicht hoch. Ja. Jetzt kannst du knicken. Ich glaube, das kannst du knicken. Können wir hier irgendwie lang? Ne, ich kann da auch nicht drüber, durch oder sonst was. Home. Wie kommen wir denn da hinten lang? Ich nehme an, wir brauchen den Flammenwerfer. Oder ich muss einfach durchrennen. Ich weiß es nicht. Durchrennen? Bringt das was? Weil hier rüber kommen wir nicht, ne? Aber irgendwas müssen wir hier machen. Irgendwas müssen wir machen. Aber was? Ich guck nochmal hier, aber wir haben ja echt überhaupt nichts übersehen. Okay, wo probieren wir es denn mal? Ich würde es eher lieber hier probieren irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, und dann einfach mal da durch. Das geht nicht. Da komme ich nicht durch. Ich bin hängen geblieben an irgendwas. Gucke ich nochmal hier. Aua, 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 aua. Okay, das... Scheiße. Heieiei. Das ging. Ach so, hier sind wir jetzt. Hier haben wir uns versteckt vor Margaret. Typ, mach doch bitte mal die Taschenlampe an. Festbrennstoff. Ich nehme an, wir können uns hier unten aber nur... Ih. Autsch. Ja, wir brauchen den Flammenwerfer auf jeden Fall für diese ganzen Insektenanhäufungen hier. Da sind auch welche drin. Und hier... Aua! Komm, flieg ins Messer, flieg ins Messer. Zack. Die einzelnen gehen ja. Diese Schwärme kannst du knicken. Ich nehme an, da kommen auch so Schwärme raus, aber hier können wir lang. Ich
Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Und was ganz gut ist, wenn man die Türen mit F jetzt aufmacht, obwohl ich diese Handanimation doch sehr mag. Guck mal. Obwohl ich diese Handanimation da sehr mag, ist die echt unpraktisch jetzt für diese Situation gerade. Brennerdüse. Anscheinend kann sie mit etwas anderem kombiniert werden. Jawohl. Aber da hinten kommen wir jetzt nicht lang, nehme ich an. Da rein, oder? Vielleicht, wenn ich renne. Geronimo, na, ich kann nicht rennen. Hier passiert aber auch nichts. Aber hier geht's nicht weiter, okay. Dann sind wir hier falsch. Hier habe ich auch nichts übersehen, ne? Einmal nochmal zur Sicherheit zurück, aber ich glaube, das war's schon. Der Raum war ja jetzt doch sehr übersichtlich. Jawohl. Na gut. Was ist denn das da? War ich da schon? Nee, hier war ich noch nicht. Ein Dietrich. Und ein Psychogedönsikum. Sehr gut. Dietrich, wo war die verschlossene Schublade? Fuck! Geht da raus. Warum sind da jetzt Viecher? Wo wären wir denn da hingekommen? Das wäre der andere Raum nebenan gewesen. Sind das die gleichen vielleicht? Wir können aber auch noch hier gucken. Ich mache trotzdem mal die Türe zu. Reichen die aus? Kleine Sporteinlage hier. Hier ist die Karte des alten Hauses. Sehr nice. Ah, Salon, Esszimmer, Galerie. Eingang, Wohnzimmer. Ich wollte nochmal jetzt eben ins Wohnzimmer gucken. Ob die Viecher da, nee. Da sind noch welche. Und ich glaube, es hilft echt, wenn man die Türen zumacht. Die sind auch noch da. Machen wir es zu. Okay, das ist die Galerie, denke ich mal. Hm, schönes Bild. Und jetzt konnte ich leider auch nicht in die Schublade hinten gucken, weil da Gedönsradviecher sind. Ach, hier ist das Rätsel. Der giftige Räuber. Das Gemälde zeigt einen im Netz gefangenen Schmetterling. Ja. Hier brauchen wir wieder so eine Skulptur, um ein Schattenspiel zu machen. Nun gut, nun gut, nun gut. Kurz versuchen zu orientieren. Da hinten waren wir eben. Alles klar. Pistolenmuni. Flüssige Chemikalie. Wir haben nicht genug Platz. Flüssige Chemikalie wäre schon cool. Aber... Scheiße. Alles voll. Ja, toll. Ah. Sie haben nicht genug Platz. Ja, leck mich doch an den Foot. Wir wissen aber, wo es ist. Ich will es aber ungern wieder zurück, weil wir ja da durchgelaufen sind. Kann ich hier vielleicht irgendwie... Ist hier eine Truhe? Ja. Einwandfrei. Pass mal auf. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Yes. Geil. Wie viel? Nice. Cool. Okay. Warte. Ich hole die eben. Los Objektos.
Brennergriff. Den können wir gleich mal versuchen zu kombinieren. Und hier nehmen wir auch noch die flüssige Chemikalie mit. Und jetzt verkrümmel ich mich mit einer eben schnell da hinten in das Safe House. Nennen wir es Safe House oder Safe Room. So, Tab-Teile kombinieren. Jawohl, das hatte ich auch vor. Und zwar möchte ich noch ein Gedöns-Dingens bumsen. Falsche Reihenfolge, ne? Und kombinieren Festbrennstoff und starke flüssige Chemikalien. Nein, ich möchte eigentlich den Brennergriff kombinieren mit dem. Und zack, da haben wir einen Flammenwerfer. Cool. Packe ich das noch? Was war das? Achso. Packe ich das dann noch hin? Festbrennstoff. Kann allein nicht verwendet werden. Benötigt Brennstoff. Aber doch kein Festbrennstoff, oder? Okay. Wir haben den Flammenwerfer. Cool. Hier irgendwas zum Umsortieren. Defekte Pistole. Wir haben noch einen. Das kann darüber. Das kann ich nicht ziehen. Sorry, es geht nicht. Psychotonikum kann darüber. Was für ein Geräusch? Oh. Patsch. Ihn nehmen wir mit. Was haben wir hier? Wartime Photojournalism. Okay. Die Tür ist zu. Wir gönnen uns einen Speicher, und zwar diesen. So, und ich gehe jetzt in ein kurzes Päuschen, und dann sehen wir uns gleich wieder.